Herzlich willkommen zum dritten Toolbox-Video, wo wir also wieder einen Blick in meine Werkzeugkiste werfen. Wieder geht es um die Videobearbeitung und zwar werde ich euch heute erklären und zeigen, warum ihr auf jeden Fall in meinen Minecraft-Videos mehr seht als in anderen und warum ihr sogar teilweise mehr seht, als ich es im Spiel sehe. Das liegt einfach daran, dass ich Helligkeit und Kontrast nachbearbeite. Das ist also gerade in Höhlen wichtig. Auch wenn sie ausgeleuchtet sind, bleiben ja doch viele Bereiche im Dunkeln, die man beim Spielen aber selber deutlich besser erkennt. Nachher im Video wird das unter Umständen einfach durch die Komprimierung so weit runtergedrückt, dass alles, was halbwegs schwarz ist, wirklich schwarz ist, und deswegen sieht man auf vielen YouTube-Videos oder Minecraft-Videos auf YouTube in Höhlen einfach relativ wenig. Ja. Und das liegt halt nicht daran, dass der Spieler einfach nicht genug Fackeln aufgestellt hat. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, damit es insgesamt heller wird. Aber das liegt einfach daran, dass durch die Komprimierung alles, was dunkel ist oder relativ dunkel ist, ab einer bestimmten Grenze einfach zu schwarz wird. Damit einfach da der Speicherplatz gespart werden kann. Ja. Und ich werde euch zeigen, was ihr dagegen tun könnt, damit also auch bei euren Videos das so ist, dass die Leute auf dem Bildschirm erkennen, was da vor sich geht. Wir schauen uns hier einfach mal eine Szene an aus einem meiner letzten Minecraft-Videos, wo wir also hier in der Höhle rumtoben. So sieht das Ganze aus. Ohne dass ich hier Helligkeit und Kontrast nachregle. Wie ihr seht, sieht man relativ wenig. So der Vordergrund ist recht gut zu erkennen oder die Sachen, die richtig gut ausgeleuchtet sind. Aber sobald es dann da 3-4 Blöcke weit weg geht, ist da nichts mehr zu sehen. Obwohl also im Spiel natürlich da deutlich einiges zu sehen ist. Zum Beispiel eben die Stelle, na, wo haben wir sie hier? Gottes Willen, jetzt kann ich nicht mehr mit der Software hier umgehen. Gehen wir mal zurück. Ja, zum Beispiel hier ist so eine Stelle, ne? Da sieht man da hinten eine Fackel. Okay, die leuchtet einiges aus. Aber im Spiel kann ich natürlich noch weiter hinten reingucken, bis hinter die Fackel in den Gang rein, da wo also der Erdbalken, sage ich mal, runtergeht. Da sehe ich im Spiel, aber im Video ist es eben kaum zu erkennen. Oder wenn ich hier jetzt noch weiter zurückgehe, ja, hier der Gang, der ist natürlich schön ausgeleuchtet. Das sieht man. Allerdings, wenn man dann hier nach oben geht, da sieht man, da sind zwar auch Fackeln, das ist auch eigentlich alles ausgeleuchtet und man müsste auch eigentlich fast die Decke sehen, aber es ist einfach schwarz. Und dem kann man also abhelfen, indem man Helligkeit und Kontrast nachregelt. Und dann werde ich euch mal zeigen, was man damit erreichen kann. Helligkeit und Kontrast nachregeln, die Funktion gibt es eigentlich in halbwegs jedem Videoprogramm. Ja. Was hier besonders ist noch bei Sony Vegas, oder was die fortschrittlicheren Programme auch noch haben, ist, dass man die Kontrastmitte einstellen kann. Ja. Das muss man ein bisschen mit Gefühl machen und da ist es schön, wenn man sich halt so eine Stelle hier aussucht, dass man halt dann sieht, wie das jeweils aussieht. Na, wenn ich einfach die Helligkeit ein bisschen weiter aufdrehe, dann seht ihr schon, dass man einfach da hinten die ganzen Details erkennt, die ganze Struktur, was also vorher alles im Dustern war. Na, da braucht man also hier nur ganz wenig, reicht schon, die Helligkeit aufzudrehen. Wenn man das zu viel macht, wird natürlich alles, was schon hell ist, wird weiß und das ganze Bild sieht also dann hier aus wie so von einem Milchfilm überzogen oder durch so eine Milchglasscheibe betrachtet. Da kann man dann ein bisschen gegensteuern, indem man den Kontrast höher regelt. Den Kontrast höher regelt heißt, helle Stellen werden heller, dunkle Stellen werden dunkler und so kriegt man also das Ganze wieder so weit hin, dass das halbwegs natürlich wirkt. Ja, ihr seht, ich muss den Kontrast ein bisschen weiter aufmachen als
die Helligkeit. Hier kann man also schon eine ganze Menge mit erreichen. Das sieht schon sehr viel besser aus als vorher, weil dieser ganze Bereich hier in der Bildmitte und oben, der war vorher eben einfach schwarz. Und den hat man gar nicht gesehen. Jetzt sieht man ihn, dadurch, dass ich ihn ein bisschen aufgehellt habe. Eine dritte Möglichkeit jetzt noch nachzuregeln ist die Kontrastmitte. Das bieten nicht alle Programme. Damit kann man festlegen, wo halt das mittlere Grau liegt. Und das kann ich also hier einmal ganz nach links schieben. Dann ist also das wird es dunkel und ich sehe also eigentlich nichts mehr. Oder ich kann es eben hier soweit dann ein bisschen wieder aufziehen, dass also die hellen Stellen wieder richtig hell aussehen, so wie sie eigentlich sollten. Und aber trotzdem die eigentlich dunkleren Bereiche hinten auch noch ganz gut zu erkennen sind und gut ausgeleuchtet sind, weil da einfach die Helligkeit angehoben wird. Na, wenn ich jetzt nur diesen nur dieses mache, die Kontrastmitte verschieben, das alleine bringt also kaum etwas. Und auch einfach nur den Kontrast hochdrehen, das bringt also auch nichts. Ja, sondern es ist die Kombination aus beidem, dass ich nämlich die Helligkeit ein bisschen hochdrehe, den Kontrast verstärke. Und halt die Kontrastmitte richtig einregle, damit ich also hier ein Bild hinkriege, dann auch im Video, im komprimierten Video nachher, dass es so aussieht wie auf dem Bildschirm. Teilweise kann man damit sogar erreichen, dass man mehr sieht als der Spieler eigentlich auf dem Bildschirm selber. Ha? Das kann man also schon so weit treiben. So, denke ich mal. Das wäre jetzt für diese Szene, für dieses Bild eine gute Einstellung. Und so muss man halt gucken, dass man eine Einstellung findet, die man halt so als Standardeinstellung verwendet, dann zum Beispiel in Höhlen oder wenn es Nacht ist, draußen zum Beispiel. Da ist das auch sinnvoll. Und ja, über die Zeitlinie, die man eigentlich auch immer dabei hat, kann man also das dann auch einstellen, dass wenn man eine Tagszene hat, dass man normale Helligkeit, Kontrast und so weiter hat und dass man, wenn man dann in eine Höhle reingeht oder wenn es dann dunkel wird, dass dann langsam zu diesen anderen Einstellungen übergegangen wird, dass das also langsam nachgeregelt wird und nicht schlagartig einsetzt. Ja, das ist also ein Weg, wie ihr das erreichen könnt und halt auch die Kontrolle darüber habt, wann es einsetzt, wann es nicht einsetzt, nicht, dass dann andere Szenen einfach überbelichtet sind. Ja. Ich lösche das hier mal, ups, nicht noch ein, ich lösche den Effekt hier wieder mal raus, denn wir werden noch mal was anderes testen. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit. Bei manchmal kann man es über den Bildschirmtreiber machen, dass man das sogenannte Gamma hochdreht. Ich muss mal gucken, wo das hier steckt. So, da habe ich es gefunden. Hier heißt es also Color Corrector oder Farbkorrektur. Hier habe ich die Möglichkeit, die Farbsättigung einzustellen. Hier in dieser Höhle ist ja alles ziemlich grau. Deswegen kann man also hier die Farben kräftiger machen, das Rot der Fackeln, das kommt richtig kräftiger raus, wenn man die Farbsättigung aufdreht. Oder wenn man so runterdreht, geht es halt in Richtung Schwarz-Weiß. Ja. Dann habe ich hier das Gamma. Das ist quasi ja so eine Art auch Helligkeitsregler. Das kann ich also hier auch ein bisschen aufmachen. Dann sieht man schon, dass die Details hier im Hintergrund in der Höhle deutlicher sichtbar werden, ohne dass das Ganze überstrahlt, wie es zum Beispiel passieren kann, wenn ich die Helligkeit aufdrehe. Na, ich kann auch hier natürlich übertreiben, dass es fast weiß ist, aber hier kann man halt auch eine passende Einstellung finden. Das wäre eine andere Möglichkeit, eben die Gamma-Korrektur oder den Gamma-Wert anzupassen. Hat den Vorteil, dass es dann, glaube ich, sogar eine Einstellung, die man unter Umständen auch durchgehend lassen kann, dann auch bei Tagsszenen, ohne dass die zu hell oder zu dunkel oder zu kontrastreich, arm, sonst was werden, ohne dass es also hier so aussieht, dann dass es einfach überzeichnet wird. Das Helle bleibt eigentlich hell und wird nur ein bisschen weniger hell,
Aber das Dunkle wird dafür relativ kräftig aufgehellt, wenn man mit dem Gamma arbeitet. Ja, und ja, eine von beiden Möglichkeiten sollte man nutzen. Entweder Helligkeit und Kontrast nachregeln oder eben das Gamma anpassen. Das Gamma anpassen kann unter Umständen über den Grafikkartentreiber oder Monitortreiber oder in den Einstellungen dort gemacht werden. Gilt dann natürlich für alles, was auf dem Rechner läuft. Oder man macht es halt in der Videobearbeitung, dann gilt es halt für die entsprechende Szene. Ja, soweit diese Tipps von mir, damit man also in euren Minecraft-Videos, auch in anderen Videos lässt sich das natürlich machen, einfach auch im Dunkeln mehr sieht, unter Umständen einfach sogar mehr sieht als der Spieler selber auf dem Bildschirm. Na, also bis hier ganz nach oben hätte ich also im Spiel nie gesehen. Ja, hier kann man also tatsächlich aus der Videoaufnahme mehr rausholen, als der Spieler tatsächlich auf dem Bildschirm sieht. Ja, ich hoffe, dass man also in Zukunft in den Höhlen nicht einfach mehr so im Dunkeln tappt, wie bei vielen aktuellen Let's Plays, auch Let's Plays von den richtig guten Let's Playern, die also sonst wirklich auch qualitativ hochwertige Videos machen, allein von der Videobearbeitung her, nicht nur Kommentare und so weiter. Aber das ist halt noch ein bisschen was, damit könnt ihr euren Zuschauern wirklich was bieten. Bei mir kommt es halt sehr gut an. Und ja, es ist halt schon ein Mehraufwand bei der Videobearbeitung natürlich, weil man das ganze Video einfach nochmal durchgehen muss. Aber mit ein bisschen Übung geht das also relativ schnell. Und man sollte natürlich schon einfach mal zur Kontrolle das Video nochmal durchgehen in der Videobearbeitung, bevor man es dann rendert und hochlädt. Einfach nochmal, damit da kein Müll rauskommt, versehentlich. Ne? Gut. Ja, wie gesagt, das war soweit. Nutzt diesen Trick, gebt ihn weiter, empfehlt das Video weiter, empfehlt mich weiter, damit wir in Zukunft nicht mehr so viel in dunklen Höhlen herumtappen müssen als Zuschauer. Bis dahin, ach, tschö mit Ö.